So. What? Okay, Freunde. Macht niemals, auch nicht um irgendwie das, was ihr habt, zu saven, während ihr irgendwas craftet, das Spiel aus. Denn das Abspeichern sorgt dafür anscheinend, dass das Crafting-Menü dann leer ist. Und die Sachen, die da drin lagen, wie zum Beispiel Papier, eine Menge Schießpulver und eine Menge Bleikügelchen, dann genauso verloren sind. Und das sind echt Sachen, die mich hier wahnsinnig ärgern. Ärgern mich maßlos hier in dieser Welt. Und ich brauche was zum Essen. Ich habe aber nur noch Honig. Und ein paar Eier. Eier und Thunfisch. Ja, und Chili, aber das Chili ist Notvorrat. Und mir wurde gesagt, dass ich mit diesem Zeug Blut mir abnehmen kann. Das versuche ich jetzt mal. Naja, wurde es mir gesagt. Ich habe es gehört. Und dass man sich dann damit heilen kann. Ach, Tatsache. Das regeneriert man dann wieder. Und die verbrauchen sich gar nicht. Man macht damit einfach Blood Samples, okay. Oh, jetzt ist mir aber... Jetzt nehme ich mal lieber eine Schmerztablette. Mir ist ein bisschen komisch. Na ja, logisch, der Blutverlust. So. Also niemals beim Craften das Ding zumachen. Das geht in die Hose. Ich mache einen kleinen Patrouillengang draußen und ich nehme eine Fackel mit. Mir doch wurscht, ob die mich sehen. Und sowas Komisches bleibt bestehen, aber... Aber mein craftetes Zeug nicht. Das ist doch auch. Manchmal etwas Beschiss. Im Leben. Aber im Leben ist ja vieles Beschiss. Genauso wie es total leichtsinnig ist, bei Nacht rauszugehen. An See spazieren mit einer Fackel, sodass man weithin gesehen werden kann. Aber ich glaube, so langsam... So langsam werde ich von der Einsamkeit ein bisschen wunderlich. Es muss doch da draußen irgendwo hier noch andere Leute geben. Es kann doch nicht sein, dass ich als einziger übrig bin. Vor allem, warum ausgerechnet ich? Ich will mich ja nicht beschweren, dass ich überlebt habe, aber... Also irgendwie... Früher war Glück nie meins. Hey, du! Schade, ich dachte, die würden Feuer fangen. Na gut, da muss doch der Prügel raus. Was zum Lesen hat er mir mitgebracht. Wie freundlich. Auf der anderen Seite ist mein Häuschen. Sieht hübsch aus von hier. Auf der Karte sieht es immer viel weiter weg aus. Warte mal. Ja, aber zumindest meine Rüstung habe ich noch an, Gott sei Dank. Und meinen Taschenlampenhelm. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe eine Taschenlampe am Helm. Und das ist ein Schwein, was sich nicht aus dem Wasser rausbewegen kann. Das ist Jagdbeute. Jetzt bewegt sich's doch verdammt. Tut mir leid, Schwein.
Tut mir wirklich leid. Was? Wo ist es hin? Mit dem Knüppeljagen ist echt nicht gerade nett, aber ich hab gar nichts Besseres da. Jetzt aber schnell, die kommen. Ging's doch gleich zum Haus. Da. Voll beladen mit Schweinefleisch und einem fast zerbrochenen Knüppel. Was kann ja das sein? Jetzt muss ich echt kraulen. Gleich geschafft. Ah, Gott sei Dank. Natürlich habe ich jetzt Taschen voller frischem Fleisch. Das lieben die Viecher. Warte, habe ich hier nicht noch Eier drin? Genau. So, wenn ich jetzt... Schweinefleisch... Haha, Bacon und Eggs, wunderbar. Damit lässt sich eine Weile überleben. Cook it, man. Da müssen wir dringend schnell meine Waffen neu bestücken, weil es hört sich so an, als ob draußen welche sind. Es ist vielleicht doch mal Zeit für... den kleinen Freund hier. Die alten Knochen. Ah Gott. Wer weiß, wofür ich sie nochmal brauchen kann. Und hieraus kann ich zumindest schon mal ein wenig Leder machen. Besser, so. Leder, Papier, schön. Federn kommen hier rein. Leder hier rein, so. Ich hatte ja neulich schon mal versucht, mir so eine Eisenhose zu machen. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Das mit den Bleikugeln, das ärgert mich immer noch so dermaßen. Verdammt, ein Schwarm ist unterwegs. Mit Hunden. Das ist sehr ungünstig. Das wird eine beschissene Nacht. Ja, Freunde, kommt. Kommt in meinen kleinen Garten. Ich hoffe, die bleiben massenhaft da oben an den Spikes hängen.
Reicht's da rechts nicht mehr für Helm und Axe? Na gut, dann grillen wir halt das Fleisch. Helm und Axe scheint doch nicht zu riechen. Oh, das ist ein Frühstück für Helden. Packst du so lange hier rein, zieh ich halt. Okay, okay, da sind einige draußen unterwegs. Ist gar noch eine Hornisse? Tatsache, Hornissen. Hier draußen. So weit weg von den Städten habe ich die noch nie gesehen. Ja, bitte? Oh. Verschwinde, Bitch! Ihr macht mir mein Haus nicht kaputt. Jetzt tatsächlich welche zerrissen. Ja. Ganzen Mistviecher schon abgehauen zu sein. Soweit sieht es ja ganz gut aus an. Da kommt noch eine Schönheit. Was ist denn? Das war eine Krankenschwester, die hat bestimmt irgendwas Interessantes dabei. Immer ein paar Mullbinden. Wer? Wo? Ah, da. Widerliche Gammeltypen. Und wo ist mein Honiglieferant? Ich höre so noch entfernt summen, aber irgendwie scheint es sich entfernt zu haben. Halt, waren sie da? Unglaublich, ist nicht zu sehen hier in den Wäldern. Da kommt sie mitten aus den Schatten der Nacht. Komm her hier, Biene Maya. Hier bin ich. Junge, die hält ganz schön was aus. Na komm schon. Meine Güte. Werden die schlauer?
knall die gleich ab. Unglaublich. Das tut mir nicht alles für ein bisschen Honig. Aber warte mal, dann kann ich eigentlich hier hinten mal gucken, ob ich in dem ganzen Müll, den ich mal da gelassen habe, nicht noch etwas schimmeliges Brot finde. Ah, mein Frühstück für Helden habe ich jetzt im Haus gelassen. Ja, frühstücke ich bei der Rückkehr. Hier war ich auch noch nicht dran. Na siehst du, gibt ja doch noch was zu finden hier, obwohl ich schon mal da war. Oder auch nicht. Den Bruder hatten wir schon. Warte mal. Irgendwie gibt es doch hier irgendwo eine Möglichkeit. Wurde erzählt, ich könnte Toiletten durchsuchen. Muss ich die dafür platt machen, oder? Das war klar. Ist irgendwo eine Möglichkeit, hier diesen Spülkasten zu durchsuchen? Oh, shit. Das wollte ich nicht. War hier nicht noch irgendwo Müll in diesem Haus? Oh. Das Bild vom Lakehouse. Und ich habe das Lakehouse. Dann kann ich mir das ja auch mitnehmen, oder? Finde ich schon. Wie geht's hier aus? Nein, nein und nein. Hatte ich schon. Wo geht's denn jetzt hier runter? Da. Sagst du, man kriegt doch Schmacht, dann esse ich halt eben den Thunfisch. Ja, das hatte ich ja alles schon hier. Hatte ich alles schon, da lässt sich auch nichts Neues mehr finden. Kannst ja trotzdem versuchen. Ne? Wenn MT dran steht, ist wohl auch MT drin. Ah, das kannte ich alles schon. Okay. Leider war ich hier schon zu gründlich mit dem Plündern. Leer, 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 leer. Ah, doch hier wieder das Problem. Wie kriege ich die Toiletten auf? Ein zusätzliches Bett zu haben ist nicht verkehrt. Mal einen kurzen Blick über die Gegend werfen hier. Oh.
Hause ist da, Bruder. Nach Hause. Oh mein Gott, ey. Dass ich das jetzt schon so sage. Ich bin noch ein bisschen leichtsinnig, ne? Ich habe den Grill angelassen. Ich gehe einfach raus und lasse den Grill brennen. Vielleicht sollte ich dann doch mal jetzt wieder nach Hause gehen. Und zwar gehe ich den Weg genau am See entlang. Genau, vielleicht finde ich dann noch unterwegs auch was zum Jagen. Oder was zum Essen. Oder. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Los geht's.